Bis dann. Das dauert noch Tage, ja. Also begrenzte Bereiche, begrenzte Geschwindigkeit. Hey. Komm hier so gar nicht rein. Ja, genau. Weiter so plötzlich. Schön beiseite geschoben. Stolz auf dich. Ist jetzt schlecht. Die haben... Ey, die müssen zu Buddy Rydell. Die haben Aggressionsprobleme, ey. Masturbieren eindeutig zu häufig am Tag. Jetzt sind wir jetzt mal auf dem Weg. Wieso soll ich jetzt hier wieder anhalten, Plötze? Nicht so schnell, Plötze. Jetzt verstehe ich jetzt gerade nicht. Wieso Plötze meint, ich soll hier anhalten? Was immer du bist scheiße, hässlich und dich hat keiner mehr lieb. Ih! Kommst du näher? Tötet es, bevor es Eier legt, habe ich gemacht. Könnte man mir jetzt mal erklären, warum Plötze mich jetzt hier denn hingeleitet hat? Komm doch da jetzt gar nicht rein. Derbst. Wenn wir jetzt zu dem... zu Baron gehen. Das nutzt ja nicht viel, wenn wir da nicht reinkommen. Vielleicht kriege ich vom Baron da die Option. Langsam, langsam. Lang lebe Gut, dann erstmal dahin. Und holen uns den Passierschein A39. Vielleicht gibt es ja hier mal kurz einen Schmied. Wäre ich auch drüber sehr erhellt und begeistert. Den gibt es sehr schnell. Mhm. Schmied, ne? Oh, oh. Ich würde nämlich gerne mal die Klinge reparieren, weil... Keine Lust mitten beim Kämpfen. Denk an das blaue Formular. Ja, ja. Hergus, alter Mann. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weidler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Ja, ja. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge, der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe vergibt. Der Weideler hat zu häufig an der eigenen Socke geschnuppert. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jahr... Und alle falschen Kräuter. Hm. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet. Oder war einmal zu häufig mit der Ziege unterwegs. Dafür ist das Ahnenfest da.
Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Ich mach das nur, weil meine Community hilfsbereit ist. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Wir sind halt zu nett. Wir sollten da mal was ändern. Was kann ich für dich tun? Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Mann, so arm bin ich nun doch wieder nicht. Gegenstand ist unverkäuflich? What the fuck? Das kannst du haben, 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 das kannst du haben. Das kannst du haben, das kannst du haben. Das war nur wegen dem Durchbohren. Kannst du haben. Auch. Die ist zwar stärker, aber es bietet nichts für mich. Diese Hosen habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Nöp. 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 41. Voll Rüstung geht hoch, aber alles andere geht runter. Nö. 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 Holla die Waffel. Gegenstände. Goldring. Mal hier verkaufen. So lootet man eigentlich, wenn man die Sachen nicht verkauft. Was? Für diese Trophäe kriege ich nur 30? Oh, ne. Kauf ich das nicht. Wie nicht denn? Ja, und hier kann ich dann noch so die anderen... Ich weiß gar nicht, ob ich die Sachen dann brauche, so Monsterleber etc., aber sowas behalte ich, weil ich denke mal, da doch so, weil es ist Handwerk. Wer weiß, wenn ich irgendwie mir was anfertigen lassen muss, etc., dann will ich das nicht erhökern. Ja, ja, der hält sich in Grenzen. So, 10 durchbohren, zerschmettern ist 15, aufschlitzen, da ist die besser und elementarresistent. Das Ding ist schon geiler. Muss man sagen. Gibt nochmal einen ordentlichen Schub. Aber erstmal will ich mal kurz meine Waffe reparieren. Wenn ich dann meine Waffe sehe. Jetzt nehme ich nur Handel. Das Ding kommen wir gleich mit ein. So. Leb wohl. Oh, bitte sieh gut aus. Bitte sieh gut aus. Ah. Wie kriege ich eigentlich das Sockelding raus? Ausrüsten, wegwerfen, Spielewerte, Vorschau. Ja. Bei der konnte ich das jetzt auch nicht reparieren. Bist du das? Wie kann ich helfen? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Aber bestimmt darf. Nicht so gut wie der von Dr. Stone. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen? Das würde ich gut finden. Dem Scheißen den Arsch abwischen? Ja, das finde ich noch besser. Das wäre dann auch noch was für Niki. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen.
wenn sie was aushalten soll. Ja, das ist so Hammer bei dem Alten. Kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben. Die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Nicht mal schlecht. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Nee, ich muss noch mal mit dir reden. Wie kann ich helfen? Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Repariert das auch nicht. Verlegen, Handwerk. Reparieren. Ah, er kann reparieren. Nein. Na, 129? Bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass es ein bisschen teurer ist. Aber nur noch 2%. Oh. Nicht genug Münzen? Hä? Ah, wegen der Rüstung bestimmt. Rüstung hat 400. Ah. Scheiße. Scheiße. Oh Mann. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Boah, Alter. Müssen wir mal die Dinger hier verkaufen. Bis ich da irgendwie so rankomme. Ja, aber trotzdem verkaufe ich jetzt noch das andere, was doppelt ist. Zustand 63%. Hättest du das Ding nicht? Achso, das ist das andere. Ja komm, das reparieren wir jetzt auch nochmal fix. Dann ist das heile. Das auch noch. Komm. Machen wir gleich mal alles hier. So. Jetzt bin ich durchrepariert. Hört sich komisch an. Verbesserungen. Kleiner Svaruna. Ja, ist da drin? Wenn das verbessert. Ach, wie kann ich das dann entfernen? Ja, kann gut sein. Cool. Aber hey, meine Sachen sind repariert. Das ist so Hammer. Mann, das ist so geil. So. Ich mal wieder mit heilen Klamotten rumlaufen. Weißt du, wer ich bin? Es ist mir scheißegal. Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. 20? Ja. Mein Portemonnaie wird wieder voll. Auf ein Wort bitte. Glänzen wieder fast wie neu. Ja. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du? Aha. Als Feldwebel, also der Baron und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Ja, ich kann dich innerhalb von einer Minute platt machen. Was gibt es?
In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Eine nilfgaardische Leiche. Grübelt über seine Taten nach. Muss mal eine Stunde meditieren, damit ich mal wieder vollen Saft habe. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Ja, nachher ist man immer schlauer. Definitiv, Schatz.